Hallo, wir haben heute Dienstag und wir haben jetzt gerade 3 Uhr, 10 nach 3. Und ich bin heute das erste Mal seit einer Ewigkeit früh aufgestanden. Also wirklich früh, früh für meine Verhältnisse, weil ich irgendwie um 6:30 Uhr aufgestanden bin. Und ich habe so vergessen, wie geil das ist. Nicht das Aufstehen, das fiel mir nicht so leicht, aber wie viel mehr man vom Tag hat. Ich komme irgendwie gar nicht drauf klar, weil ich halt schon so viel gemacht habe und wir haben trotzdem erst 3. Und an anderen Tagen war es halt immer so, dass ich irgendwie um die Uhrzeit so gefühlt noch gar nichts geschafft habe und mich das dann immer demotiviert hat. Und heute habe ich halt irgendwie einen Sportkurs direkt in der Früh gehabt. Der geht auch nur eine halbe Stunde, weil es wirklich nur so ein ganz quick and easy Morning Workout, sag ich jetzt mal, ist, worüber ich sehr froh bin, weil ich kann in der Früh nicht so gut Sport machen, aber das hat so genau die perfekte Länge und auch Anstrengung. Und da muss ich halt um 8 Stunden in der Uni sein und dementsprechend muss ich halt früh aufstehen. Und dann ist man eh schon so irgendwie Kickstart im Tag. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so viel Anglizismen benutze. Naja, auf jeden Fall. Und danach hatte ich Seminar, war dann noch in der Mensa mit einer Kommilitonin und bin dann auf, glaube ich, eins daheim gewesen und habe jetzt gerade noch meinen Wocheneinkauf gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, Zeug organisiert, war bei der Post und so. Und jetzt fange ich halt mit der Bachelorarbeit an und habe noch gut Zeit bis heute Abend. Und ja, mich freut es irgendwie. Also irgendwie, es macht richtig was mit mir und ich hoffe, dass ich jetzt durchziehe die Woche. Ich meine, es liegt ja auch im Endeffekt an mir, ob ich es durchziehe oder nicht. Aber ich weiß nicht, wollte ich irgendwie mal teilen, dass früh aufstehen sich schon echt gut anfühlen kann. Zumindest dann über den Tag verteilt. Und deswegen nutzen wir jetzt den Schwung und machen Bachelorarbeit. So, erstmal, falls du dich wunderst, was ich anhabe, das ist so eine Decke mit Ärmeln, weil mir immer richtig kalt wird, wenn ich am Schreibtisch sitze. Damit sehe ich immer aus wie so ein kleiner Weihnachtsmann. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich nur erzählen, trotz meines Kick-Startes in den Tag, muss ich echt sagen, dass mir Bachelorarbeit schreiben heute sehr schwer fällt. Dementsprechend habe ich jetzt gerade nur eine Stunde oder so wirklich was gemacht und werde jetzt was kochen, weil mein Mensa-Essen heute irgendwie auch nicht so reichhaltig war. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich davon nicht wirklich satt gewesen. Dementsprechend machen wir zum frühes Abendessen und dann setze ich mich danach nochmal dran und hoffe, dass ich dann ein bisschen was noch geschafft kriege. Genau, ansonsten habe ich so vielleicht als Zwischenstand. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass ich meine Bachelorarbeit jetzt oder auch relativ viele immer so gliedern, dass man eine Einleitung hat, einen theoretischen Hintergrund und dann halt praktisch die Methoden, die Datenauswertung und dann eine Diskussion und eine Conclusion aus der Diskussion, also was man daraus halt ableiten kann. Und der aufwendigste Teil ist meiner Meinung nach der theoretische Hintergrund, weil man da halt die komplette Literaturarbeit macht, also halt eigentlich im Endeffekt Paper für Paper für Paper durchliest, dann daraus ableitet, was halt die Ergebnisse sind, beziehungsweise man liest sich die Ergebnisse durch und leitet halt dann so generelle Sachen ab und schreibt die dann halt in seine Arbeit. Und dafür braucht man halt sehr lange, weil bis man passende Paper gefunden hat, dann müssen die Paper auch was taugen. Das heißt, man arbeitet teilweise schon wirklich an so, weiß ich nicht, 10, 15 Sätzen so einen Nachmittag. Je nachdem, wie gut es läuft und wie viel aktuelle Literatur oder generelle Literatur es halt auch zu dem Thema halt gibt. Genau. Und momentan bin ich bei meinem theoretischen Hintergrund, welches nochmal 3 Unterkapitel hat. Und die 3 Unterkapitel haben nochmal 3 kleinere Kapitel. Bin ich eigentlich fast fertig mit meinem ersten Unterkapitel. Und ich habe jetzt noch 5,5 Wochen bis zur Abgabe oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist so grob der Stand. Das sind jetzt insgesamt knapp 5 Seiten. Ja, so Pi mal Daumen. Und ich brauche auf jeden Fall mindestens 25 Seiten Fließtext, also ohne Abbildungen, ohne Literaturverzeichnis und so weiter. Das heißt, ein Fünftel habe ich schon, was schon mal ganz gut ist. Genau, so viel zum Update. Jetzt gibt es bei mir eine leckere Thai-Curry-Suppe, weil wir die im Restaurant gegessen haben vor 2 Tagen und da war es so lecker, also es war richtig lecker und da dachte ich mir, das kann man auch easy selbst machen. Und dementsprechend schaue ich mal, ob es jetzt auch so gut wird wie im Restaurant. Morning in the morning. Wir haben jetzt heute Mittwoch und ich habe mich mal wieder am frühen Aufstehen versucht. Es hat okay geklappt, also ich bin nicht direkt aufgestanden, aber um 7:15 war ich dann auf dem Bein. Also würde ich sagen, in Ordnung.
Und habe jetzt dann schon ein bisschen was für die Bachelorarbeit gemacht, so circa eine Stunde. Und bin jetzt aber gleich mit einer Freundin in der Bib verabredet. Da werde ich aber auch nicht ultra lang bleiben können, weil ich heute Mittag Nachhilfe geben muss. Aber danach werde ich aber wahrscheinlich wieder hier weiterarbeiten. Ja, Bachelorarbeit. Mehr geht nicht. Ich freue mich schon drauf, weil die Freundin hatte Geburtstag und ich hatte ihr eine Karte gemacht, die ich eigentlich tatsächlich ganz, ganz süß finde. Und dann kriegt sie dazu noch eine Tasse und Kaffee, weil sie auch gerade Bachelorarbeit schreibt. Und ich dachte, das ist vielleicht so ein ganz gutes Set irgendwie, was man so oder so ein gutes Starter-Kit, was man irgendwie haben kann, weil man irgendwie zu viel am Schreibtisch sitzt und vor allem, wenn jetzt auch so die kalte Jahreszeit und so kommt. Ich hoffe einfach, dass meine Haare noch ein bisschen schneller trocknen, weil ich heute Morgen duschen war und ich habe jetzt keine Lust irgendwie bei so nass kaltem Wetter mit nassen Haaren raus. Aber ich werde jetzt erstmal noch schnell was frühstücken und dann erst vor die Tür. Dementsprechend fingers crossed. Ja, wenn du das siehst, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich will noch mal ganz kurz diese Blumen zeigen, weil ich sie so schön finde und vor allem jetzt gehen sie auch noch immer weiter auf. Und ich weiß nicht, der Blumenstrauß ist so schön. Ich habe den nicht als Dankeschön bekommen gehabt. Und mich sehr drüber gefreut und mich immer noch, also erfreue mich einfach immer noch dran. Wir haben jetzt gerade 12:42 Uhr und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass ich um 1 Uhr zur Nachhilfe muss. Aber ich muss erst um 1:45 Uhr hin. Und das entspannt jetzt gerade ziemlich, weil ich irgendwie beim Essen, also ich habe beim Kochen länger gebraucht und so und war davor noch in der Bib. Und irgendwie war das jetzt gerade alles sehr hektisch. Aber jetzt kann ich noch mal ein bisschen chillen, schau mir kurz das Video von Hannah Marie an. Und danach meditiere ich, glaube ich, und dann muss ich eh schon los. Aber ich bin gerade ein bisschen froh um so ein bisschen Pause, weil heute bin ich nicht ganz auf der Höhe. Weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie, I don't know. Jetzt wird weitergemacht. Kaffee und Bachelorarbeit. Los geht's. Nach wie vor übrigens. Diese Tasse habe ich mir in Leipzig gekauft. Und die ist doch so süß. Ja, okay, jetzt aber wirklich. Ich weiß nicht, ob man den Regen hört. Es kommt gerade so viel Regen runter. Und ich bin echt gerade ein bisschen am Überlegen, weil ich hätte jetzt gleich Yoga. Aber ich sehe mich gerade überhaupt nicht durch den fetten Regen jetzt zur Straßenbahn zu fahren. Also normalerweise bin ich nicht so, weil so ein bisschen Regen ist alles in Ordnung. Aber jetzt gerade ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich es am besten anstelle. Weil so ist nicht so cool. Mal sehen, was meine Lösung ist. Good morning in the morning. Wir haben heute Freitag. Und ja, der Start war bisher nicht so gut. Beziehungsweise, ich bin gerade so ein bisschen sauer auf mich, weil ich nicht aufgestanden bin zu der Zeit, wo ich aufstehen wollte, sondern 1,5 Stunden später. Und wir haben jetzt schon 9. Und ich mag das nicht so gern, so spät erst an den Schreibtisch mich zu setzen, weil ich dann immer das Gefühl habe, irgendwie, ja, man hat halt einfach weniger Zeit. Aber daran arbeiten wir, weil sowas passiert halt einfach mal und dann ist es ja noch ätzender, wenn ich dann den ganzen Tag da sitze und mir denke, boah, wäre ich jetzt mal früh aufgestanden, weil das bringt ja auch nichts. Ja, ich werde mal den Timer stellen, 10 Minuten mein Zimmer aufräumen, weil ich das irgendwie gestern auch komplett nur noch alles hingeschmissen habe. Und meinen Schreibtisch aufräumen und dann starten wir in die Bachelorarbeit. Ich habe heute Morgen so realisiert, wir haben jetzt heute den 27. Bald ist der 30. bzw. 31. diesen Monat. Und dann sind es wirklich nur noch 30 Tage. So, dann geht so ein richtiger Countdown mit der Bachelorarbeit los. Und irgendwie ist das Gefühl nicht so gut, bin ich ehrlich. Ja, naja, jetzt erstmal aufräumen, eins nach dem anderen. Let's go. Wir brauchen uns, wir haben einander immer ausgetragen, weißt du?
Ich muss ehrlich sagen, dass heute deutlich besser läuft als erwartet. Also ich habe jetzt gerade so knapp eine Seite geschrieben, was für mich schon sehr, sehr gut ist. Ich bin jetzt aber auch gerade, also es ist ein Thema, wofür ich schon recht viel recherchiert hatte, auch für mein Essay und damals auch mein Poster, wo ich ja schon so die ersten Sachen vorgestellt hatte. Dementsprechend, ja, aber vielleicht, je nachdem, wie gut es jetzt heute noch läuft, knacke ich heute die 10 Seiten. Das wäre sehr, sehr toll, weil dann wird es mir so ein bisschen den Druck rausnehmen. Weil ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich muss mindestens 25 Seiten schreiben und maximal 50. Und so 10 sind ja fast die Hälfte von 25. Naja, auf jeden Fall will ich jetzt unbedingt noch rausgehen und das schöne Wetter genießen. Und ein bisschen Podcast hören. Meine Augen sind richtig trocken und so. Die werden irgendwann immer, wenn man so lange am Bildschirm sitzt, ein bisschen schlecht. Ja, naja. Aber ich würde sagen, let's go outside. Wir haben 18 Uhr und beziehungsweise 20 vor 7. Und heute war eigentlich ein echt guter Tag, was die Bachelorarbeit angeht. Ich habe echt einige Seiten geschafft, was gut ist. Ich bin ein bisschen fertig gerade. Ich habe in knapp 2 Stunden noch meinen letzten Unisportkurs für die Woche. Ich mache dieses Semester richtig viel Unisport. Und finde es richtig toll. Bei dem Kurs heute Abend bin ich mal gespannt. Den habe ich nämlich letztes Semester schon gemacht und dann tatsächlich aufgehört, weil das ist so ein richtig heftiges Krafttraining, also Langhanteltraining. Und der war halt letztes Jahr immer in der Früh. Und ich kann in der Früh nicht so viel Sport machen, also weil das geht einfach nicht, ich kriege dann den ganzen Tag Kreislaufprobleme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann heute Abend zu aufgeputscht bin und dann deswegen schlecht schlafen kann. Aber an sich hat mir das Training immer voll Spaß gemacht. Ansonsten gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich war heute echt sehr, sehr viel am Schreibtisch. Mein Nachhilfekind hatte in seiner neuen Prüfung eine 1. Bin ich ein bisschen stolz. Also es ist schön zu sehen, wenn die Hilfe dem Kind auch was bringt. Weil ich habe jetzt schon mehrere Jahre Nachhilfe gegeben und das war nicht immer der Fall. Dementsprechend darüber bin ich jetzt auch gefreut. Ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit essen, nicht zu viel, weil sonst liegt es mir zu schwer im Magen. Und in letzter Zeit mag ich es irgendwie voll gerne, bevor ich zum Unisport gehe, weil es halt jetzt doch 3 Abende die Woche ist. Davor immer noch mal so ein bisschen zu meditieren und zu journalen und ein bisschen irgendwie so eine Zeit für mich zu nehmen und es so ein bisschen ausklingen zu lassen. Dementsprechend werde ich das jetzt machen.